Hey Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Super Mario World, Super Mario Wow! Adventure 2, da ballert die Mega Man 2 oder 3 Musik hoch rein, sicher bin ich mir nicht. In der letzten Folge, hier, das habe ich genau, ja, ich habe schon darauf gewartet, dass da habe ich Screenshots gesehen. das sah stylisch aus, war jetzt gar nicht so beabsichtigt. Ja, einfach mal ein rotes Cape machen, ne? Wie gesagt, wir müssen ja, wir dürfen ja nicht vergessen, wen wir hier spielen. Mario gleich rot und alles was rot ist, das ist gut. Wobei, es ist eher so, es ist auch so ein bisschen eher so eine Weinfarbe, ne? So ein bisschen eine Mischung aus Rot und Lila. Wenn er auch einfach mal zu viel über den Durst getrunken hat und alles verkippt hat über seinen Cape, so nach dem Motto. Wobei, es ist ja nicht sein Cape, er hat es ja gerade gefunden. Jedenfalls haben wir in der letzten Folge auch unter anderem einen Secret Exit gefunden. Jenes, wie komme ich jetzt dahin? Ja gut, das war dumm. Jenes hat uns zu Toads Haus geleitet. Da konnten wir wie bei... krasser Lag, wie bei Super Mario Bros. 3. Ja, er steht, kann ich das... Ah, ich kann es wegmachen. Ich dachte, das wäre stationär. Ja, jetzt kann ich definitiv Anlauf nehmen. Wie bei Super Mario Bros. 3 konnte man da sich zufälligerweise einen Gegenstand rauspicken. Und das Ganze haben wir gemacht. Das war... was war das? Ja, ich weiß es gar nicht mehr. Ich glaube, ein Pilz oder so. Ich habe die goldene Mitte genommen. Das war jetzt nicht so gut. Und leider kann ich das auch nicht nochmal machen. Ich versuche gerade hier hochzukommen. Aber es wird wahrscheinlich in der Vergangenheit nochmal kommen. Ja gut, warte mal. Genau. Wir haben ja gelernt, dass die nur für Mario fest sind. Da hatte ich sogar einen Zeitmangel, alles klar. Ja, nur für Mario fest, aber für andere nicht. Dementsprechend konnten wir da Gleis 9¾-Style-mäßig einfach so ein paar Koopa durchwerfen. Kann man mal machen, ne? Man sollte halt nur nicht selber versuchen, mit dem Kopf gegen die Wand zu gehen. Also, wobei, doch, kann ja theoretisch jeder machen, solange ihr nicht Mario heißt. Aber es sind ja spezielle Mario-Blöcke. Okay, mal schauen, was jetzt hier abgeht. Mal schauen, ob ich die... die Feder noch irgendwie so ein bisschen missbrauchen kann. Eher so das Level, also ich will ja nicht meine eigene Feder missbrauchen, aber ihr versteht das. Warte. Ich habe jetzt leider nicht wieder drauf geachtet, ob das ein Secret Exit hat. Ja, nee. Wird wahrscheinlich nichts sein, oder? Kann ja auch sein, dass da gerade Gegner rauskommen. Ich habe nicht drauf geachtet. Ich habe leider in dem Moment nicht da hingeschaut. Okay. Ja, das ist wieder... wieder so ein bisschen wie bei A Random Adventure, die, wenn sie auch einfach aufeinander hocken, bilden sie eine riesen Gewalt. Haha, da habe ich es gekriegt, ohne wirklich darauf zu kommen. Und da ist auch schon wieder der Mittelpunkt. Sehr geil, Leute, sehr geil. Also das hier ist definitiv, und das meine ich nicht böse. Ich frage mich gerade, ob diese, ob das als ein Gegner gezählt hat, da die vier, die da aufeinander hocken, oder als, was habe ich gerade gesagt? Es ist ja so, dass wenn man, sollte ich vielleicht erklären, für Leute, die neu auf dem Kanal sind, wenn es einzigartige Lieder gibt und so, dann bin ich immer kurz ruhig, ne, da, damit ihr das so auch so ein bisschen hören könnt. Ja, es ist ja so, dass wenn man so einen Stern verwendet und man ganz viele hintereinander tötet, man Leben kriegen kann. Und ich habe mich gerade gefragt, ob das dieser Berg als ein Gegner gezählt hat oder als mehrere. Das Ding ist, ich habe parallel ja wirklich ein Leben gekriegt. Aber das könnte auch daran gelegen haben, dass ich 100 Münzen hatte. Da habe ich jetzt auch nicht so sehr drauf geachtet. Ja, habe ich es gesagt? Also das ist definitiv vom Schwierigkeitsgrad her normal. Was ich gut finde, weil es ist auch wirklich mal was Neues, ne? Ich hatte ja eher oft so den Gedanken, dass gute Hacks immer schwer sind. Also theoretisch müsste er das ja hier auch sein, was er aber nicht ist. Er ist nicht schwer. Upsi. Retry. Moment, was? Oh, cool. Ey! Also ich habe jetzt trotzdem ein Leben verloren, aber ich spare mir diesen Weltkartenscheiß. Das ist doch was. Da hat jemand mal die Retry... Funktion pfiffig in einen normalen Hack eingebaut. Ja, er sollte eigentlich hart sein und dementsprechend müsste ich am Ende trotzdem wieder Punkte abziehen, weil das schon wieder irreführend ist, aber
Momentan bin ich dann doch schon sehr zufrieden, dass es so ist. Aber jetzt muss ich natürlich schauen. Ah, da war ganz, ganz komisches Momentum. Ja, ich wollte es gerade sagen. Schauen, dass ich nicht übermütig werde. Da. Was ich aber leider gerade werde. Und das ist nicht so geil. Denn es ist eigentlich... Nee, da! Mario hat komisches Momentum. Auch wieder eine komische Sache, die unabsichtlich hier in diesem Hack ist. Wäre mir jetzt nicht bekannt, dass das normal ist. So, jetzt sind wir weiter, ne? Ja. Alles klar, zack. Gut, dann da hoch. Da brauche ich keinen Speed. Aber wenn ich Feuerspeed gehabt hätte, hätte ich das noch nehmen können. Unsichtbare Blöcke hier irgendwo? Nee, kein Power-Up. Alles klar, mal gucken, was jetzt kommt. Für den Gegner, der ganz normale Gegner, der da hinten auf seinen kleinen Steinchen sein Geschäft machen wollte. Aber seine Geschäfte sind eher illegal, deswegen heiße ich das nicht gut und werde ihn jetzt mal penetrieren. 3? 4? Oder habe ich mich verzählt? Bin mir nicht sicher. Ich weiß es nicht. Wieder nichts Falsches sagen, aber diese Lieder, ne, es sind halt auch wirklich immer dieselben. Größtenteils. Und irgendwie passt das hier gar nicht rein. What the fuck, ey. Aber okay, Hauptsache, wir können mal wieder ein Schloss wegbomben, oder? Wenn es denn, ja genau. First World, dann 9 weitere zu erledigen. Holy shit. Jedenfalls, boom boom, wurde penetriert. In Schloss Nummer 1, Mario geht jetzt zu den östlichen Inseln. Viel Glück. Ich habe mich gerade auch so gefragt, wie ist denn das eigentlich mit dem Wegbomben der... Ja, dreh dich. Mit den Wegbomben der Schlösser. Also ist das eigentlich immer... Ist es immer dieselbe Reihenfolge? Oder kann es auch theoretisch sein, dass die erste nicht weggebombt wird, sondern weggewischt wird? Ja, ihr kennt das ja. Da gibt es ja dieses eine Schloss da von Super Mario World, wo Mario so den Pinsel nimmt oder so. Habe ich mich gerade so gefragt. Aber gut, Leute, lasst mal hören, was jetzt für eine Musik kommt. Ach so, okay. Ja, er hat ja auch gesagt, östliche Insel, aber oh, guck mal, hier gibt's auch Röhren-Sounds, auch ganz cool. Ja, die erste Insel hat mir sehr, sehr gefallen, ne? Fand ich sehr, sehr schön. Auch nicht irgendwie überladen oder so. Also ich fand es sehr gut verteilt und dann, wie gesagt, das mit dem Bonuslevel und so weiter. Vor allem, ich finde es gut, das war jetzt wirklich so eine kleine, knackige Welt. Ja, so drei, wie viel Level hatten wir? 3, 4, 5? Plus Bonus-Exit und so weiter. Und ich fühle wirklich, als hätte ich was erledigt. Ja, so ein bisschen wie wenn man auch bei Spyro 1 oder so eine Hub-World abgeschlossen hat. Ich weiß, ich habe jetzt hier alles fertig, so kann ich in die nächste gehen. Und die hier, die sieht auch ganz okay aus. Ja, da können wir dann hier dann schön 2 Level lösen und so. Und ich finde es gar nicht so schlecht, dass man dann doch hier schon im Vorfeld so ein bisschen sieht, okay, wo geht's lang, wo sind dann die nächsten Level und so weiter. Gefällt mir. Ganz, ganz dolly, tolly, muss ich sagen. Ich hoffe euch auch. Ich hoffe, dass ich euch dann dementsprechend in der nächsten Folge wieder sehen oder höre. Ich kann euch weder sehen noch hören, Leute. Was ist das? Was ist das für eine Beziehung, die wir hier führen? Ah, aber wenigstens ist es... Es ist eine einseitige Beziehung, immerhin. Besser als gar keine Beziehung. Ihr könnt, wenn ihr wollt, mehr von meinen akustischen Signalen kriegen, wenn ihr jetzt, sofern vorhanden, in die nächste Folge einschaltet. Oder ihr schaut euch... für die Überbrückung einen anderen Hack oder ein anderes Let's Play Liney von mir an. Ja, in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. See ya.